Die Bayernliga hat wieder begonnen. Am zweiten Spieltag empfängt der FC Deisenhofen die Aufsteiger aus Gundelfingen. Beide Teams sind mit einem Unentschieden in die Saison gestartet und wollen jetzt den ersten Dreier einfahren. Die Mannschaft von Trainer Martin Weng nur mit wenig personellen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, möchten auch mit der Landesligatruppe die Klasse halten. Dieses Modell hat der FC Deisenhofen ja schon letzte Saison vorgelegt. Allerdings müssen die Gastgeber heute urlaubsbedingt ohne ihre Tormaschine Michael Bachhuber auskommen. Letzte Saison mit 19 Toren in 26 Spielen. Trotzdem ist Teammanager Alexander Schleicher der Meinung, dass heute die ersten drei Punkte nach Hause geholt werden. Rein geht es in die Partie im Deisenhofener Sportpark. Der Gastgeber beginnt von rechts nach links in den gewohnt blauen Trikots. Die erste Chance haben aber die Gäste. Müller probiert es aus der Distanz, Caruso im Tor, aber hellwach. Die anschließende Ecke wird auch getreten von Müller. Und die kommt perfekt auf den Kopf von Caravetta. Keine 5 Minuten gespielt und der 21-Jährige nickt ein zur frühen Führung. Da macht die Abwehr des FCD keine gute Figur. Mickel springt unterm Ball durch, Köber kommt nicht in den Zweikampf und da lässt sich ein Caravetta nicht zweimal bitten. Die Antwort der Deisenhofener. Fodermeier mit dem Versuch, aber der ist dann doch zu harmlos. Coach Hannes Sigurdsson mit einer grimmigen Miene bisher, natürlich nicht zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Seine Jungs kommen dann aber nach einer knappen halben Stunde besser ins Spiel. Langer Ball auf Schmidt, Weichler verschätzt sich und da kommt Dewein angerauscht. Senz den Bachhuber-Ersatz um. Schiedsrichter Sprinkhardt bleibt nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Und eine gelbe gibt es obendrauf noch dazu. Der Kapitän übernimmt die Verantwortung und schickt Dewein in die andere Ecke. Sicher verwandelt, wie wir es kennen, vom 31-Jährigen. Der Ausgleich für den letztjahres Zweitplatzierten und das ist nicht unverdient. Die Gastgeber jetzt am Drücker, klar spielbestimmend. Der Ball kommt auf Umwegen zu Meier und der steckt durch auf Müller-Wiesen. Doch diesmal ist Keeper Dewein rechtzeitig da. Der Ball immer noch heiß, Remberg mit der Flanke, Schmidt kommt aber zu spät angerauscht und trifft nur Braun. Der kann zum Glück weitermachen. Dann auch mal wieder die Gundelfinger. Kurz vor der Pause Kasim Pagiazov mit dem Ballverlust. Und während der sich mit Noller ein Wortgefecht liefert, hat Caravetta im Hintergrund die Chance. Caruso verhindert mit einer Glanztat den erneuten Rückstand. Nach dem Seitenwechsel bleibt es ein offener Schlagabtausch. Die Gäste mal mit ein bisschen Platz zum Kontern. Schneider mit der Flanke und da ist Luxch. Köpft den fast ins eigene Tor. Die Klärungsaktion wäre um ein Haar schief gegangen. Wieder auf der anderen Seite. Die Deisenhofener mal mit einem hohen Ball auf Schmidt. Kommt frei zum Kopfball, der ist dann aber weit daneben. Es geht jetzt hin und her. Wieder geht es über rechts, über den agilen Schneider. Diesmal mit der flachen Hereingabe und von hinten kommt Müller angerauscht. Rutscht ihm aber über den Schlappen. Dass das nicht sein starker Fuß war, weiß er selbst. 10 Minuten sind jetzt noch zu gehen und die Gastgeber mit Oberwasser. Schmidt setzt sich hier klasse durch. Sieht links den eingewechselten Presch und der fackelt nicht lang. Was für eine Möglichkeit für den 21-Jährigen. Es geht nur noch in eine Richtung. Sagner auf Schmidt. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten. Zu Presch! Das gibt es nicht. Das wäre der Lucky Punch gewesen in der Nachspielzeit. Doch Presch legt den über das Tor. Der war aber auch wirklich nicht einfach zu nehmen. Dann ist Schluss im Münchner Süden. Ein unterhaltsames Spiel geht zu Ende und unterm Strich ein verdientes Unentschieden für beide Teams. Kapitän Kühn vom FCG hat uns nochmal Rede und Antwort gestanden. Also ich denke, wir können auf jeden Fall zufrieden sein jetzt mit dem Saisonstart. Vor allem wenn man bedenkt, wir sind jetzt Aufsteiger, haben eigentlich zwei Mannschaften von oben gehabt. Ich denke auch mal, beide Spiele waren offener Schlagauftausch. Wir können beide gewinnen, wir können aber auch beide verlieren. Deswegen denke ich, dass wir mit beiden Partien, mit dem 1-1, wir können zufrieden sein. Klar ist immer direkt nach dem Spiel, man hätte lieber das Spiel gewonnen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir auf jeden Fall zufrieden sein als Aufsteiger, mit zwei Punkten gestartet zu sein und kein Spiel zu verloren haben.
Gundelfingen trifft in diesen zwei englischen Wochen als nächstes auf Schwab München. Der FC Deisenhofen muss zu den Raben nach Pullach.